Wieder zurück mit seinem Magentropfen. Mir fällt ein, ich habe schon wieder mein Getränk vergessen. Kaya scheint noch nicht zurück zu sein. Mein Rettich ist immer noch nicht da. Nee. Wie lange wartest du jetzt? 2 Stunden? Eine? Noch länger? Zu lange. Ja. Whee. Gut, Kaya braucht wirklich noch. Ist jetzt nur noch die Frage, wie lange? Huch. Ich kann zaubern. Ich glaube, ich würde mir Gedanken machen, wenn echt mein Pferd so stehen würde. Töchchen. Ob die mich beobachtet haben? Stunden später. Das schwebt doch. Ja, ich kann bald den Next Uri Geller mitmachen. Ich schaffe es, dass mein Pferd schwebt. Wer will schon Messer oder Gabeln oder sonstiges verbiegen? So. Wir müssen aber noch ein paar Löffel verbiegen, aufsteigen. Ja, stimmt. Na, alles wieder fit? Wie hängst du denn da? Ich schwebe. Wie hast du das denn gekriegt? Ich bin einfach nur draufgesprungen und habe mich komisch hingestellt. Aber ich wurde auch schon von anderen komisch angeguckt. Da habe ich erstmal einen Screenshot von gemacht. Das ist ja cool. So. Was kann ich für euch tun? Ja, mal abgeben. Das ist die erhabene Präsenz. Meinst du? Bist du dir so sicher? So. Sammelt 800 Ware. Was? Sammelt was? Sammelt Arthurs Ware. Arthur. Da kommt Carrie. Arthur. Ah, herrliche Serie. Ja.
Ich liebe sie. Ich auch. Damals wie heute. Bin mir nicht sicher, wo wir hin müssen. Also das müsste der Gauss schon mächtig anhaltende Blähungen haben, damit er so lange in der Luft bleibt. Ja, aber durchaus möglich. Vielleicht kann sich mein Pferd auch einfach so aufblähen, so wie so ein Ballon. Man sieht es nur gar nicht so richtig. Ballon. Ballon. Ein Ballon. Klar, Kugelpferd gibt's auch in jeder zweiten Sushi-Rolle. Ja. Ich habe ein sehr, sehr besonderes Pferd. Das hat nicht jeder. Mein Pferd kann Dinge, von denen träumt er nur. Wer? Alle. So. Problem. Zwergenweitwurf ist ja aus gutem Grund verboten. Wie sieht das mit Hobbits aus? Das ist die Frage, Daddel. Das ist die Frage. Hobbitze. Also Bingo Boffin kann man nicht werfen. Oh, aber nehme ich diesen Namen. Stimmt, wir müssen dann seine Quest noch weitermachen. Wir müssen ihn umbringen, ja, das stimmt. Oh, stimmt, wir machen nachher noch die Bingo Boffin Quest weiter. Das wird lustig. Und die ist ja auch ganz in der Nähe. Du musst nur sagen, wenn du mich loswerden willst, das ist kein Problem. Naja, du profitierst ja davon, dass wir die machen, also. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen auch die Haare auf den Füßen, damit man einen besseren Griff hat, wenn man sie schleudert. Weißt du, bei Fiesta glaube ich dir das ja alles, dass ich davon profitiere, aber hier, was das anbelangt, nein. Komm schon, warum denn nicht? Weil es so ist. Nein. Hier profitierst du auch davon. Müsst ihr dazu wieder ins Auenland? Nein, ins Auenland müssen wir so schnell nicht mehr. Ich würde davon profitieren, wenn ich ihn endlich mal abschlachten könnte. Sag mal. Was? Da? Ach, besiegt Dirk Rotdorn. Ah, da. Hallo, Dirk. Dirki Dirk. Dirk must die. Und noch mehr seiner Kompagnons. Fall um. Fall um. Ja, du musst auch was dafür tun, dass er umfällt. Nicht einfach nur zugucken. Ja, war eigentlich nicht auch. Das ist aber schade. Ich hätte Kai das auch dann so sehr gegönnt. Ja, vielleicht müssen wir da ja noch mal hin. Mal gucken. Ich nicht, ne. Du auch. Wenn ich ins Auenland gehe, kommst du mit. Mach mal die Augen zu, dann siehst du, wo ich hingehe. Nirgendwo hin. Doch, definitiv. Definitiv nicht. Du hast gar keine Wahl. Ja, natürlich habe ich eine Wahl. Nein, hallo? Hast du nicht. Du hast seitdem keine Wahl mehr, seitdem du das mit mir hier angefangen hast. Seitdem hast du schon gar keine Wahl mehr. Ja, doch. Nein. Ja, ich werde nicht nochmal ins Auenland gehen. Doch, gehst du. Nein, tue ich nicht. Was das hast du dir schon mal gesagt und bist da trotzdem kann hingegangen, als wir zu Bauer Maggot mussten. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit... Also was? Du hattest, bevor wir das letzte Mal im Auenland waren, wo wir ja für eine Quest hin mussten, hast Leid, du ja gesagt, du gehst nie wieder ins Auenland. Muss ich das hier annehmen bei ihm? Ja, und dann sind wir ja trotzdem wieder ins Auenland geritten. Weil wir dann wann noch eine das Quest... Denn? Das war vor 2 oder 3 Streams. Echt? Ja. Yep. Oh, scheiße. Ja, deswegen... Ja, okay. Dann ab jetzt. Ich werde nie wieder das Auenland betreten. Ja, das zählt nicht. Ist sowieso. Hast du das ja auch gemacht schon? Nee. Ja, dann mach. Meine, wir essen zeitig. Ja, kann ich nur annehmen, ne?
Ja, natürlich annehmen. Ach so. Komm, hört auf und dann bekommt er schon Atemprobleme. Nee, er bekommt Atemprobleme, weil er so fett ist. Auch, und ich hab Asthma. Lass mal, ich hab Asthma. Sammel Bärenfälle. Ich muss das Pferd umbenennen, ey. Koriander. Koriander ist doch ein schöner Name. So stattlich und majestätisch. So anbetungswürdig und graziös. So hoheitlich. Ich kotze mich gerade selber an, ne? So kann ich das nicht umbenennen, Mann. Egal was ich mache, er will das nicht benennen. Umbenennen. Einfach pissig, du Mistvieh. Du machst dann wohl irgendwas falsch. Tja. Auch wenn man meinen sollte, dass man beim Umbenennen nicht so sonderlich viel falsch machen kann, aber du schaffst es. Und ich weiß nicht mal warum. Ja. Ich könnte eine lange, lange Liste aufzählen, aber ich oh, warte mal, jetzt habe ich einen Namen. Der funktioniert bestimmt. Rettet die Beere. Hört auf, mein Stadtwappentier umzubringen. Verdammtes Elbenpack. Nö. Holt mal nicht. Kann ich nicht. Ey, komm, was ist das, ey? Den ist ja, die Scheiße einfach rund ist. Weißt du, es würde schneller gehen, wenn du dich mit um die Quest kümmern würdest, statt zu versuchen, eine Pferdung zu benennen. Achso, ja, Entschuldigung, true. Weißt du, eigentlich mache nur ich hier die Arbeit. Du läufst eigentlich nur einfach hinterher. Ist das schon mal aufgefallen? Ja. Ja, gut. Dann wäre es vielleicht eher an der Zeit, dass du auch mal was tust. Ja, ich habe dir ja schon oft angeboten. Ich kann auch gehen, das ist kein Problem. Du sollst einfach nur mal was tun und nicht einfach nur blöd. Ich habe doch jetzt was getan. Ich habe drauf geschossen. Töte doch mal selber Gegner. Komm, ich will sehen, wie du mal Gegner tötest. Ja, da möchte ich nicht ein. Du suchst dir automatisch die Gegner aus, an denen ich dran bin. Statt dir meine eigene zu suchen, die übrigens nah im Umkreis sind, nur mal so zu. Ich hab doch jetzt einen kaputt gemacht. Was willst du denn noch? Dass du mehrere kaputt machst, damit es schneller geht und damit wir hier vorankommen. Oh. Ja, Eltern, immer was zu meckern. Weißt du, jammer. Tust nichts, ne? Jammerst hier rum. Meckerst, dass es nicht vorangeht. Und warum geht's nicht voran? Ja, weil du nichts auf der Pfanne kriegst. Na, ich töte ja wohl mehr als du, ne? Also. Dame. Nur mal so zur Info. Das glaube ich nicht. Ja, ist aber eine Tatsache. Was hast du denn außer den einen Bären eben getötet bei dieser Quest? Den einen Bären? Ja, richtig. Bei dieser Quest. Ja, bei den anderen auch. Und wo wir in diesem scheiß Tempel da waren? Ja. Was uns beide mehrmals dahin gerafft hat? Ja. 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 Ich war öfter am Leben als du. Du warst sogar zu langsam. Ich glaube, es wird Zeit, gleich zu gehen. Nee, wir haben doch jetzt ein Pferd, wir können jetzt reiten. Wir sind übrigens mit der Quest fertig. Ich gehe. Was meine ich damit? Was? Verfängst du es? Wo willst du überhaupt hin? Nach Hause. Das ist ein falscher Weg. Ach so. Was ist eigentlich euer letzter Film, den ihr gesehen habt? Oh Gott. Was war die Frage? Was der letzte Film ist, den wir gesehen haben. Also du und ich. Ich hab zum Beispiel, was hab ich denn gesehen? Archiv. Der war nicht schlecht. Nee, gar nicht wahr. Sorry, der aktuelle Mortal Kombat Film. Das war der letzte. Mein Mord ist zwar immer noch nicht da, aber ich gehe jetzt mal schlafen. Muss morgen um 6 raus. Okay, dir eine wundervolle Nacht. Gibt's nicht, ne? Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Und bis die Tage. Dir auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Gott, ich weiß gar nicht, was ich als letztes für einen Film geguckt habe. Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer nur Serien geguckt. Ganz, ganz zum Schluss, glaube ich, mit Frische zusammen. Wollte ich gerade sagen, der Sonntag, wo ich doch gefahren bin, hast du doch mit Frische zusammen geguckt. Nee, der allerletzte Film war 28 Tage.
mit ja. Viggo Mortensen. Oh. Jennifer Aniston? Nee. Nee, Sandra Bullock. Sandra Bullock, Viggo Mortensen. Der war gut. Leicht krank an manchen Stellen. Beziehungsweise regt er zum Nachdenken an in manchen Fällen. Aber war gut. Gibt's, glaube ich, auch zurzeit noch auf Netflix. Ach, da ist der Typ. Der Typi. Was benötigt ihr? Schrei mich nicht an. Ich hab dir nichts getan. Hab ich doch gar nicht. Nicht du. So, irgendwas hier auswählen, ey. Der ist einfach nur 28 Days. Ohne das Later. Das ist so ein. Boah. Liebes-Comedy-Dingens-Gedöns. Geht halt um eine Frau, die alkoholabhängig ist. Und die dann halt in so eine Anstalt. Oder. Ja, so eine Kur quasi fährt und da dann halt lernt, mit ihrer Sucht umzugehen und so weiter und so fort. Und dann lernt sie halt auch Suizidkranke und ne, sonstiges kennen. Und ja, eigentlich ein ganz guter Film. Wenn man sowas mag, natürlich. Was ist das da hinten für eine Quest? Okay. Greifen wir mal. Na ja, schon kann man ja mal. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich fand den gar nicht so schlecht. An manchen Stellen etwas, ja, seltsam. Aber regt halt auch wirklich so ein bisschen zum Nachdenken an. Welches Level seid ihr beide? Wir sind beide 23. Alles gut? Ja. Wie weit geht das bis 60, oder? Oh Gott, die Maximalstufe liegt jetzt bei 120 oder 130. Tatsächlich. Ach du Scheiße, ja. In der Tat. Hey, hallo? Hat er da gerade Nägel geschossen? Es sah irgendwie so aus. Alter. Fand ich jetzt nee, aber, oh. Ah nee, das waren so Wurfdinger. Wurfsterne, glaube ich. Naja, so diese, also wenn das so kleine Art Messer waren, waren es eigentlich Kunais. 120 bis 130. Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich die Maximalstufe. Schuriken, genau. Du kannst dein Pferd benutzen. Ich hätte eher gesagt, das wäre ein Kunai gewesen, aber okay. Mhm. Kann auch ein Shuriken gewesen sein. Keine Ahnung. Für mich waren das kleine Nägel. Was soll ich benutzen? Pferd? Ja, zumindest musst du jetzt, glaube ich, erstmal den siegen. Ach, immer ich. Wo hast du doch angegriffen? Den habe ich nicht angegriffen, nein. Ja, aber du hast die Gruppe komplett ausgelöst. Deine komische Annemarie da, die habe ich angegriffen. Wieso meine komische Annemarie? Seine. Ach so, komische Annemarie. Hobbit Arme sind auch super Wurfgeschosse. So, warte mal. Warum wird mir das denn in die... Ach so, das sind die Wolfsfälle im alten Wald. Doch, im alten Wald. Ja, nee. Ja, rennen wir gleich rein. Ist von hier eher kontraproduktiv. Okay. Hui! I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Ja. Feuersalamander. Mach Beine aus innen. Mach Beine wieder zu. Und raus bist du. Oh Mann. Gibt es eine Truhe, in der man sein Zeug verstauen kann? Oder stehen einem nur die drei Beute zur Verfügung? Also, ich meine, man hat auch ein Lager in den Städten. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob das nur für VIPs oder ob das halt auch normale Leute benutzen können. Aber du kannst dir halt auch Beutel dazu kaufen. Und ich glaube, du kriegst später im Spielverlauf automatisch noch Beutel. Das heißt, du musst dir sogar noch nicht mehr selber dazu kaufen. Ich meine, die kriegst du dann irgendwann. Es wird von selbst aufgestockt. Ähnlich wie bei WoW, meine ich. Es kann aber auch sein, dass ich mich irre. Es war zumindest früher so. Hat sich selber zumindest schon mal erlebt. Dass ich einen Beutel dazu gekriegt habe. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Nix. Ich habe einen neuen Hut. Der Helm. Das irritiert mich. Das ist mein neuer Kampfhut. Ach du Scheiße. Oh, nee, du. Oh. Der Mann mit der Zipfelmütze. Da wäre ich ja gar nicht mit warm. Oh, Scheiße. Kacke, wie sieht der Scheiß aus, ey. Ja, oder? Oha, ey. Ich weiß schon, warum ich die Helme ausgeschaltet habe. Ach du Kacke. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es. Eieieiei. Ja, herrlich. Egal, was ich antippe, ich kann das Feld nicht umbenennen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, das ist ein Koriander. Ja, warte mal. Vielleicht mal eben kurz hier so ein bisschen abgleichen. Was muss ich überhaupt machen? Die Wolfsfälle. Ah, stimmt. Vier von fünf. Ja. Hab ich. Ich auch. Ja, dann. Ja, ich hab grad einen Sound-Alert von Daddle. Achso. Den Jumpscare? Nee. Ein anderes. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Hey. Nee, du bist gewurm. Du bist eine Flitter-Flatter-Fledermaus. Du bist ein Gewürm. Du bist eine Flitter-Flatter-Fledermaus. Was? Flitter-Flatter? Flitter-Flatter. Kennst du nicht die Flitter-Flatter-Fledermaus aus der Sesamstraße? Flitter-Flatter-Fledermaus. Nee, die kenn ich tatsächlich nicht. Hat Graf Zahl mal die Fledermäuse genannt. Ah. Glaube ich. Ich meine, das war Graf Zahl. So, wo sollen jetzt die verkackten Wölfe sein? Ich habe hier noch keinen Wolf. Ich habe hier nur Spinnen gefunden. Ja, und halt komischen Bäume. Ja. Yep. Ich mache jetzt wahrscheinlich hier die ganzen Wald unsicher. In der Hoffnung, dass ich irgendwo einen Wolf finde. Lord Kaya, Graf von Mützingen. Baron zu Zipfel, Retter der verlorenen Hutschnur. Der Titel ist eindeutig zu lang. Aber kein. Das kann sich ja keiner merken. Graf von Mützingen. Ich kürze das einfach ab. Heckenpenner. So. Das ist der falsche Wolf. Das ist nicht mehr in dem Gebiet drin. Scheiße. Blöder ich weiß nicht, wo hier ein Wolf sein soll. Dass man Wald beißt. Ja, von Mützingen. Warte. Was? Da ist ein Wolf. Oder? Nee. Wo? Ah, nee. Entschuldigung, ich hab's mit einer Wurzel verwechselt.
Ja, sind ja fast ähnlich, aber es passiert. Kenn ich? Ja doch. Ja doch. Ja doch. Finger weg von Wolf. Ja, wir finden ja eh keine Wölfe. Da! Da. Wenn er den Titel nicht will, nennen wir ihn einfach Körperklaut. So, jetzt haben wir das auch. Körperklaut. Ja, Körperklaut passt auch. So, wie finden wir jetzt den Weg wieder aus dem Wald hinaus? Musst du doch wissen. Woher soll ich das denn wissen? Heißt, ich mir ja, du bist doch hier unsere Reiseführerin. Genau, danke. Ich kam gar nicht drauf. Ja, ich versuche den Weg zu finden. Bin mir aber nicht sicher, ob das gelingt. Shelly hat mal ein bisschen an. Ich streng mich die ganze Zeit an. Weißt du, jetzt findet man hier einen Wolf. Ach ja. Das ist doch verarscht. Ja. Hier ist ein Ausgang. Ich weiß noch nicht, ob es der richtige ist. Na toll. Wieso, wir haben doch jetzt ein Pferd. Er hat aber nur Economy gebucht. Reiseleitung ist in Business Class. Ja, ist, da fängt die Problematik schon wieder an. Weißt du, wir machen die Reiseführung demnächst vom Twitch-Abo abhängig, ob du eine Reiseleitung bekommst oder nicht. Tja. Warum belästigt ihr mich? Was benötigt ihr, Alter? Wie frech der ist, ey. Hat die Fresse, Mann. Wie frech. Schön, gleich an, du Penner. Du wunderst dich, warum die Leute frech sind? Echt? Ich kann schon das wirklich an, ne? Nein, nein. Oh, da guck ich nicht hin. Was benötigt ihr? Los, Koriander. Jumpscare. Oh, ich kann es umbenennen. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt es Rosmarin. Naja, immer besser als Koriander. Bist du noch da? Was hast du denn jetzt? Was? Rosmarin. Ja, besser als Koriander. Ich mag kein Koriander. Ich hasse Koriander. Okay. Was? Scheiße. Ich verstehe die Problematik nicht. Gibt keine. Sicher? Ja. Rosmarin. Ja, was? Rosmarin ist lecker. Koriander nicht. Rosmarin ist nicht lecker, aber. Okay, wir belassen es mal dabei. Dafür hast du dir jetzt so einen abgegeiert oder was, ey? Nein, weil das von dir einfach mal so trocken rüberkam. Ja. Oh, ich komme beim Pferd umbenennen. Das heißt, es ist nicht mehr Koriander, sondern Rosmarin. Ja, nun. Ja, ist halt so. Scheiße. Ey, mach doch so lustig mit mir, ey. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab schon Schmerzen vor Lachen. Das ist nicht gut. Oh Gott,
brauche einen kurzen. Ich habe mich gerade nur gewundert. Auf einmal sagt sie nichts mehr. Was ist denn da jetzt kaputt? Spiel abgestürzt. Team abgestürzt. Nee, oder Discord abgestürzt. Frau Eldaria ist abgestürzt. Ja, dann sollte man Frau LP mal neu starten. Ja, Neustart wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, scheiße. Wo reitest du jetzt eigentlich hin? Um eine Aufgabe abzugeben. Welche? Buch 1, Kapitel 5 oder Kapitel 3 oder ich kann es gerade nicht genau entziffern. Ach so. Kapitel 5. Oh, ich dachte, wir machen mal die Hauptquest weiter. Atmen. Atmen, ich vergessen. Ah. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Aragorn hat Hilfe geschickt. Im Nazgul 4 weitere von ihnen waren im Bockland. Sie sind schnell nach Osten geritten, auf schwarzen Rössern. Ich war so dumm, mich ihnen in den Weg zu stellen und sie haben mich einfach überrannt. Meine Wunden werden verheilen, aber die Reiter haben eine Spur des Schreckens hinterlassen, die man sich kümmern muss. Ich brauche eure Hilfe. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Hinter den schwarzen Reitern folgten Gräber ihnen und ließen sich hier nieder. Gehören nicht zu der üblichen Spezies aus Dunland, sondern zu einer Gattung, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Wahrscheinlich sollen diese üblen Kreaturen Bockland und das Auenland bewachen. Oder zumindest mich, denn sie haben angefangen, mich die ganze Nacht lang unentwegt anzustarren. Das würde mir aber Gedanken machen, wenn mich Vögel anstarren. Auch wenn die Gräber ihnen nichts von Bedeutung entdeckten, so stellte es doch eine Gefahr dar, dass der Feind uns hier ausspähen kann. Wenn wir seinen Speer vernichten könnten, dann wüsste der Feind nicht mehr genau, an welcher Stelle er zuschlagen kann. Bitte tötet die Gräber ihn. die Gräber ihn, die sie sich südwestlich von meinem Lager niedergelassen haben. Nicht weit von hier entfernt. Selbst wenn ihr nur einen Gräber ihn töten würdet, so wäre dies zumindest ein Anfang, um den Feind letztendlich blind zu machen. Der Absturz kommt auf Koriander. Das klingt auch sehr komisch. Huch. Was denn? Nee. Ja, das kann keiner. Oh Gott, das sind aber viele Vögel. Dann ist hier diese Kokaine, ja. Krebein heißen die, nicht Kokain. Ja, Krebein. Nicht Krebeine, sondern Krebein. Ja, Krebein. Das heißt ja eigentlich auch nicht Kokain, sondern Kokain. Also von daher ist doch alles in Ordnung. Kokain of my brain. Nee, in my brain. Oder wie ging das von den Totenhosen? Pain in my brain. Ja, irgendwie so. Früher mein absolutes Liebling. Früher mein absolutes Lieblingslied von der Band. Oh Gott. Ich kann schon nicht mehr reden. Was benötigt ihr? Was? Was liegt wo? Aphasie. Das ist, wenn man nicht mehr richtig sprechen kann. Achso, ja. Sehr gut. Ich habe diese widerlichen Vögel vernichtet. Der Feind dürfte. Du, genau. Assi. Ja, ich bin vernichtet. Der Feind dürfte sich seiner Pläne nun erstmal nicht mehr so sicher sein. Ich muss euch jedoch noch einmal um eure Hilfe bitten. Bitte geht für mich nach Bockland, denn durch das Hornsignal der Bockländer bin ich auf die Nazgûl aufmerksam gemacht worden. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ihr sagt, Unterberg ist bei Aragorn? Ich kenne keinen Unterberg. Ich sollte auf einen Hobbit namens Beutlin aufpassen. Ich muss annehmen, dass derjenige ist, von dem Aragorn gesprochen hat. Ich bin froh, dass er in Sicherheit ist. Das erleichtert mich doch. Es war schon spät am Abend, als ich das Hornsignal von Bockland hörte. Als ich auf die Straße rannte, sah ich, wie Nazgûl Bockland im Galopp verließen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich einfach überrannt. Ich befürchte, dass sie Beutlin schon gefunden hatten. Die Reiter der Vier sind östlich Richtung Bril geritten. Vielleicht können wir in Erfahrung bringen, was sie herausgefunden haben. Wenn wir uns in Beutlins Haus in Kriegloch einmal umsehen. Zeusin ist von einem hohen Heck umgeben und liegt unmittelbar südöstlich des Bockland-Tors. Wenn ihr dort irgendetwas herausfindet, dann kehrt es mir zurück. Was immer ihr mir auch berichtet. Vielleicht können wir so erfahren, was die Nazgûl vorhaben. Jo.
Ich verstehe das fest, aber kein Kauk. Dann wollen wir mal. Nicht verarschen hier, ne? Oh Mann. Kleiner Daria ist abgestürzt. Bitte bitte für einen Neustart. Einmal am Hinterklub den Knopf drücken, bitte. Oh, nein! Scheiße. Okay, jetzt. Mach nur dafür Stunts. Scheiße, Frau. Da passt zu der Musik gerade. Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Ich. Schön, dass du das auch mal siehst. Ich komm auch mal da runter. Komm mal da runter, komm. Du kriegst auch eine schöne saftige Bulette, wenn du da jetzt runterkommst. Oh ja, Bulette! Ja, und dass die Kuhenruhe, die hat ja auch nichts getan. Wann ist denn eigentlich dein Termin wieder bei deiner Psychotante da? Du triffst ja hier voll am Rand. Oh, bitte! Oh. Meine Psychotante muss jetzt selber zur Psychotante. Die kann ich mehr. Toll, das war's ja. Die hat den voll abgegeben. Verteidigen? Ach, oh, hast du schon wieder weitergeklickt ohne. Ich hab gar nichts. Du hast nicht gelesen. Ja! Wenn ich sage, spring von der Brücke, springst du von der Brücke? Ich will den gar nicht verteidigen, den Idioten. Oh, ey. Muss ich? Scheiße, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist was? Das? Oh, mir wird ganz schwindelig. Oh. Hey, warte auf mich. Nee. Hallo? Hey, warte auf mich. Nee. Warte auf mich. Nee. Hey, Troller, bleib stehen. Mann. Alter, okay, jetzt reite ich. Ich finde die nie wieder weg. Ja, gut. Schön. Gute Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, da musst du auch mal mit mehr Frikadellen ankommen als mit einer einzigen, ne? Das ist ja, kriegst du halt fünf. Fünf? Schön mit Löwen. Fünf soll ich nur kriegen. Fünf Frikadellen. Sieben. Sieben ist meine Glückszahl. Komm, kriegst du sieben. Außer Rest. Der restliches Leben. Scheiße. Noob. Mutti, warte! Weißt du, auf so eine Enttäuschung des Lebens muss ich warten, ey. Ja, musst du. Hätte ich die mal bei deinem Vater gelassen früher. Dann hätte ich ihn schon längst umgebracht. Oder, nein, oder ich mich selbst. Ich glaub, du dich selber. Du hast mehr von deinem Vater als dir lieb ist. Das ist eine Schande für die ganze Welt. Mir wird schlecht. Scheiße, wo ist mein Eimer? Welt. Wo ist mein Eimer? Frag Koriander. Ah, nee, Rosmarin, Entschuldigung. Rosmarin, ja, bitte jetzt. Ja, also. Ja, dieser Wichser liegt hier nur rum. Du stehst auch nur dumm rum, statt mal was zu machen, also. Hallo, ich saß zumindest auf meinem Pferd, ja? Wow! Ja. Die größte Heldentat, die du heute verbracht hast. Ah. Du musst das Spiel nicht mit mir spielen, wenn du wie nicht kann möchtest, ich euch zu wenn ich sowieso Zeit nichts tue. Du auch nicht. Ja. Ja, jetzt liest das da. Komm, sieh zu. Ja. Ich krieg aber trotzdem noch meine Frikadelle, oder? Ja, wenn ich nicht mal bei euch bin, dann mache ich welche. Nee, du bringst sie gefälligst mit. Das ist doch nicht frisch. Schmeckt doch dann nicht. Ja, klar. Wenn du es am selben Tag noch machst.
Ja, okay, dann schon. Hüstel. Der Ring des Feindes. Kein Wunder, dass Aragorn sich nicht weiter dazu geäußert hat, warum der Feind nach Beutlin sucht. Sollten die Gräber ihnen Fredegars Worte gehört haben, dann wird der Feind auf jeden Fall wissen, dass sich der Ring nicht mehr im Auenland befindet. Dann ist alles verloren. Diese Vögel im alten Wald zu finden. Ich möchte euch bitten, zu Aragorn nach Bre zurückzukehren. Fragt ihn, wie wir diese fürchterlichen Vögel finden können. Ja, vielleicht mit einem Streicher. Mit einem Sträucher? Mit einem Sträucher? Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Jo, ne? Ja, mal. Dann geht's mal wieder nach Bre. Dann machen wir das. Oh Gott, jo. Oh, dann sehen wir auch Boffin wieder. Bingo. Ja, mein Schwert freut sich schon. Du kannst doch mit dem Schwert gar nicht umgehen. Ja gut, mit dem Bogen aber auch nicht. Aber für den wird's so gerade eben noch reichen. Haben die auch Weichkäse in Bre? Durchaus möglich. Ja, das wäre dann der Bre in Bre. Bre. Ja, der Bre in Bre. Bre. Ich mag Bre, könnte ich mir immer wiederholen. Bre ist geil. Bin ich nicht so ein Fan von. Ist Geschmackssache halt. Ich glaube, es kommt halt drauf an, ne? Mal ja, mal nein. Magst du gebackenen Camembert? Auch das ist so eine Sache. Weil das ist ja auch letztendlich nur nichts anderes als ein Weichkäse. Es kommt auch da auf die Zubereitung drauf an. Also, ne, geschmacklich. Zum Beispiel von diesen fertigen Dingern, das meiste schmeckt scheiße. Es gibt aber ein einziges, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war von Penny oder von Edeka. Das war tatsächlich das günstigste von allem. Aber das, was am allerleckersten geschmeckt hat. Weil eigentlich, ich mag tatsächlich kein Camembert. Okay. Aber ich habe das dann halt mal probiert, weil Frisches das halt gerne isst. Und dann hat er mir das halt mal so zum Probieren hingegeben. Und dieser einen Billigmarke, das war so lecker. Okay. Und das war richtig lecker. So, das war nicht zu viel im Mund, ist nicht auseinandergefallen, das war mega geil. Und das mochte ich, das esse ich auch. Aber die meisten anderen Fertigsachen oder einmal in einem Restaurant, bei einem hat es mir geschmeckt, also so halb geschmeckt, bei dem anderen überhaupt nicht. Also, Reh mit Honig auf Brot. Honig mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich zum Beispiel Honig esse, also ne, Honig zu mir nehme, ist in Milch oder in Tee. Das ist das Einzige, wo ich mal Honig konsumiere. Ja, Honig ist auch nicht so meins. Also meistens wirklich eher in Milch, also heiße Milch mit Honig. Das ist so lecker. Kommt aber natürlich darauf auf das Verhältnis an, wie viel Honig drin ist. Wenn ich mal Honig hab, dann steht er so lange, dass er kristallisiert. Ich meine, der wird ja nicht schlecht. Der kristallisiert hat natürlich einen Zuckergehalt, aber wenn ich das echt mal gebraucht habe, war es nur zum Glasieren oder so. Ah, das aber sonst. Ach Gott. Dieser Bursche Milo scheint allerdings äußerst freundlich zu sein. Bastard, das mach ich fertig. Ich war noch nie zuvor in Bre, habe aber immer gehört, dass die Hobbits hier von einem ganz besonderen Schlag sein sollen. Dieser Bursche Milo scheint allerdings äußerst freundlich zu sein. Er hat uns zu einem kurzen Willkommensschmaus in den Schlagraum des Dancing Ponys eingeladen. Und ich habe dankend angenommen. Es ist schön, neue Freundschaften zu schließen. Bingo soll das beste Gasthaus von ganz Bremen. Wir haben keine Ahnung von Honig, deren Miet nennt sich Tee. Tee und Honig ist auch lecker. Willkommen. Ich habe mich gerade mit Bingo hier unterhalten und er hat mir von seiner Reise erzählt. Was für ein außergewöhnlicher Bursche. Es ist nur recht, dass er das beste Gasthaus von ganz Breland kennenlernen soll. Findet ihr nicht auch? Ihr findet das Pony gleich dort auf dem Hügel. Eine gute Gelegenheit, um etwas zu rasten und sich zu vergnügen. Immerhin wird Bingos Abenteuer ihn bald in die Wildnis führen. Und dort wird es wenig Gelegenheit für solche Lustbarkeiten geben. Sprecht dem Pony mit dem alten Gerstenmann.
Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Honig ist für vieles gut. In Marinaden, Chili, Huhn mit Honig ist nice. Das stimmt. Da mag ich es auch. Hallo, wartest du mal auf mich? Kann ich doch nicht so viel, wenn du so lahmarschig bist. Alter, dieser andere da neben Bingo, ey, ist echt sein Fan. Oh, der hat nur das Beste verdient. Will er mich verarschen? Ich bin ein Stück gedippt mit Honig.